Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Krefeld Pinguine gegen die Augsburg Panther. 3136 Zuschauer sehen eine knappe Niederlage nach Penaltyschießen. Zu meiner linken Gästetrainer Mike Stewart, zu meiner rechten Franz Fritzmeier, der Gästetrainer, bitte. Dankeschön, guten Abend. Aus meiner Sicht, beide Mannschaften im ersten Drittel waren relativ gleich. Ich glaube, beide Mannschaften haben gemerkt, die waren vielleicht ein bisschen müde. Es war viel Eishockey in der letzten Zeit. Aber im Laufe der Partie, ich glaube, beide Mannschaften sind schneller geworden, haben mehr Druck ausgeübt. Für uns noch 20 Minuten 0-0, ich glaube, vor allem eine Auswärtspartie war sehr gut von uns. Und dann im ersten Wechsel, im zweiten Drittel, bang, 1-0 in Führung gegangen, durch ein Powerplay-Tor, 2-0. Und dann im letzten Drittel 2-1, Krefeld ist zurückgekommen, dann schnell 3-1 in Führung gegangen. Aber dann Krefeld hat eine gewisse Qualität gezeigt und haben sich zurück im Spiel gekämpft. Und bis zum Schluss ist es hin und her gegangen und letztendlich im Penaltyschießen. Es ist immer manchmal eine Glückssache und Kondari hat zwei super Moves gemacht und hat uns die extra Punkte geholt. Danke. Ja, guten Abend und erstmal gratulieren natürlich an Mike dann für den Sieg. Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, weil wir sind eigentlich okay aus der Kabine gekommen, haben die Scheibe laufen lassen, sind ganz gut gelaufen, haben auch versucht, die Scheibe zum Tor zu bringen, aber ohne die letzte Konsequenz. Dann steht es 0-0 nach dem ersten Drittel, was ja okay ist. Aber irgendwann muss uns mal klar sein, dass wir in so Momenten, gerade wenn wir im ersten Drittel das nicht nutzen, dann hellwach sein müssen. Und das ist, wenn man dann im ersten Einsatz im zweiten Drittel so ein Gegentor kriegt, das ist schon, das ist, dass man sich so einen selber immer reintut. Das ist halt, da müssen wir uns wirklich mal überlegen, was wir da machen. Und es ist dann natürlich, dann ist auch das zweite Gegentor in Unterzahl. Das ist, man ist natürlich ein Mann weniger, aber wenn man da so einen Fehler macht, so einen individuellen, das ist schon echt gravierend. Dann irgendwann schießt man dann endlich mal das 2-1. Weil am Kämpfen liegt es ja nicht, wir kommen immer wieder zurück, da gibt es gar nichts zu sagen. Das ist, jeder meiner Spieler will natürlich gewinnen, nur wir gamblen immer. Wir warten auf was auch immer und dann steht es 3-1 und dann machst du es 3-3, hast in der Overtime einen Alleingang zum 4-3, machen wir wieder nicht. Und dann das Penaltyschießen ist Lotterie, in Schwenningen gewinnen wir es heute nicht. Aber insgesamt bin ich echt enttäuscht, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Danke. Gibt es Fragen der anwesenden Pressevertreter? Franz, du lässt seit geraumer Zeit die Torhüter rotieren und ich glaube, da bist du auf einem guten Wege. Meine Frage ist, wieso sitzen Steve Hanusch und Norman Hauner draußen, wenn ich sehe, Thomas Supis, wenn der auf dem Eis ist, habe ich das Gefühl, das ist mal eine kritische Situation. Beim Kevin Orendorz habe ich das Gefühl, der hat so viel Selbstvertrauen verloren, bei dem läuft überhaupt nicht. Warum rotierst du da nicht? Eine Frage nach der Spielerrotation. Erstmal, ob ich die Torhüter rotiere oder nicht, musst du nicht bewerten. Das entscheide ich. Ja. Dann, Hanusch und Hauner müssen Leistung bringen. Im Training sind nicht 20 Jahre. Orndorz hat die letzten Spiele sehr stark gespielt. Absolut gekämpft. Also ich weiß nicht, wenn man davon... Der Junge hat zu Unrecht auf der Bank gesessen. Weil manch einer anderer hochdekoriert nicht die Leistung gebracht hat heute. Deswegen haben die Jungs dann gesessen, weil wir 3-1 hinten sind. Wieder mal. Ja. Und dieses Blabla mit Hanusch und Hauner höre ich mir nicht mehr an. Hauner hat seit 50 Spielen, glaube ich, kein Tor mehr geschossen. Mit 26 und nicht mit einem Ausbildungsvertrag hier, sondern mit einem guten Vertrag. Ja. Das ist, daran liegt es nicht. Und das ist auch Quertreiberei von hinten, genauso wie wir ewig diese Torwartdiskussion hatten, das ist absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich so sagen. Und ich weiß auch nicht, wer da drauf kommt. Wirklich, der Kevin Orndorz, der arbeitet, kämpft, macht, tut. Ja, das ist ein junger Spieler, den wir fördern, genauso wie Kosiol. Hanusch und Hauner sind keine jungen Spieler. Punkt. Weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann geht es für die Pinguine am Freitag in Mannheim weiter. Am Sonntag hier spät um 19:30 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers mit Sonderzug. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.